Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play The Night of the Rabbit. Ja, wir sind im Café hier und wollen uns noch ein bisschen umschauen. Und wir gucken uns jetzt mal die Spüle an. Nein, das bringt nichts. Meinst du nicht? Okay, was haben wir dann hier noch? Das Radio. Es ist aus. Kein Empfang. Sendepause. Okay, der Moderator hat Sendepause. Ich guck gerade hier auf dieses Bild. Geh doch mal dahin. Guck dir das doch mal an. Oh, da ist wieder Frau Maus. Trocknetes Teegebäck noch eins. Wo ist sie denn jetzt? Sekunde. Da kommt sie angerollt. Hallo, junger Mann. Hätte der alte Uli jetzt gesagt. Wer ist denn der alte Uli? Ach, ein lieber Freund von mir. Siehst du das Bild hier auf dem Tresen? Ihm gehört diese kleine Kräuterapotheke. Ich verstehe. Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter. Also ich sehe zwei Bilder. Er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Oh. Ah, da hätte ich fast was vergessen, Apfelbäckchen. Einer von Ullis gesunden, zuckerfreien Dauerlutschern für dich. Zuckerfrei? Ich habe Ullis Kräuter auch in einige Teilchen gebacken. Stellte sich aber heraus, dass die so auch niemand wollte. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Wusste ich doch, dass du Ullis Kräuter zu schätzen weißt. Nimm! Die sind jetzt schon etwas trocken, aber... Trocken? Viel Spaß beim Lolli-Schlecken und Kuchenknabbern, Zimtsternchen. Apfelbäckchen, Zimtsternchen. Also ehrlich. Anja, willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Hallo, ich bin Jerry. Du bist ja zuckersüß. Genau, ich wollte sie nämlich noch nach dem Blaubeersaft fragen, das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wipfelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder soweit? Wie schön! Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Das klingt jetzt schwierig. So, wir haben einen Eintrag. Im Tagebuch. Gut, das müssen wir dann gleich klären. Ich komme jetzt nicht ins Tagebuch. Das Geräusch eben. Das klang ja gefährlich. Aber ja. Gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird pfannkuchentastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab. Humbert. Was diesen, unterforderten Humbert angeht, hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade. Also mir wäre lieber, ihr würdet mal ein Hobby hier für die Maus mit Rucksack finden, denn das geht mir jetzt mal so langsam auf die Nerven. Pass auf dich auf. Aber sie schaut hier immer... Schaust hier... Was? Baldrian-Tropfen? Ich dachte... Ulrichs Schlummertrunk. Baldrian-Tropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Ich habe keinen Laubtaler. Nicht einen einzigen. Du brauchst auch keine Baldrian-Tropfen, mein Freund. Glaub's mir. Schicker Pilz.
So wie es da riecht, sind in den Töpfen bestimmt getrocknete Gewürze und Kräuter drin. Und die Bilder, die kann man so gar nicht jetzt hier aktivieren. Doch, das Bild. Das ist der Besitzer der Kräuterapotheke. Anja sagt, er ist gerade unterwegs. Da können wir nichts. Können wir die Frau Maus hier noch... Hallo? Halt! Hallo? Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Sie merkt gar nicht, dass ich da bin. Hm. Tja, dann... Auf bald! Dann schauen wir uns mal weiter woanders um. Also da soll es ja zu den Zwergen gehen. Also, glaube ich jedenfalls, oder? Nicht das falsch. Ja doch, da soll es eigentlich zu... Da geht es auch nach Fragezeichen. Wir können ja nochmal da hochgehen und uns da mal ein bisschen umschauen, was es denn da noch alles so gibt. So, ein schönes Bild. Ja, ein Kanonier? Okay. Und da fallen die Blätter. Das ist unser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Eichhörnchen, was ja keins ist. Hallo, warum stehst du denn hier oben? Ich bin zum Kanonendienst eingeteilt worden. Wir hatten hier ein großes Krähenproblem. Naja, haben. Wir mussten sogar evakuieren. Das klingt schrecklich. Oh ja. Also, wenn ich so ein garstiges Tier sehe, dann... Kaboom! Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Erbsenkugeln, okay. Und das ist eine Kanone. Also mit Erbsen auf Krähen. Haben wir es jetzt richtig verstanden? Pfoten weg! Die Kanone muss für den nächsten Krähenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Sorry, ich musste jetzt gerade mal den Titel für den hiesigen Part aufschreiben. Mit Erbsenkugeln auf Krähen schießen. Die Kanone, habe ich die schon an? Eine Kanone, ganz wie aus einem Piratenfilm. Arr, ich bin Jerry Hasselbart, der Piratenmagier. Pfoten weg. Niemand darf die Kanone anfassen. Nicht einmal ich. Besonders nicht ich. Außer im Notfall. Die Kanone muss für den nächsten Krähenangriff bereit sein. Stell dir nur vor, es fliegt wieder so ein Tier in das Rathaus. Meistens fliegen sie aus Nordwesten heran. Ich muss immer die Augen offen halten, auch bei Nacht. Also ich sehe hier unten gerade etwas. Das ist ein Tautropfen. Den müssen wir auf jeden Fall haben. Wieder einer. Und da sehe ich auch einen. Wieder einer. Sehen wir noch mehr? Also, ja, wir sehen natürlich noch mehr, aber nicht mehr Tautropfen im Moment. Doch, da, oder? Ist das auch ein Tautropfen? Nein, das ist ein Blatt der Stadtwache. Das da unten meinte ich jetzt. Man kann mit einem Blatt der Stadtwache reden? Von hier aus wird das nichts. Ja, okay. das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Das ist... Ach so, das ist... Bewaffnete Stadtwache? Von hier aus wird das nichts. Dann müssen wir da durch den Tunnel haben. Und da haben wir eine Statue und da ist ein Weg. Und was haben wir hier sonst noch? So, wir finden.
tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Habt ihr übrigens da oben die Kanone gesehen? Ich weiß nicht, ob die da so günstig platziert ist. Nicht das, der so... Boing. Schleuse. Ah, du, Moment, du wirst jetzt nicht... Der Wälster im Wasser ist ein Raubfisch und kann an einem schlechten Tag ganz schön ungemütlich werden. Die Schleuse soll ihn aus unserer Stadt fernhalten. Ich kann sie also öffnen, wenn der Wels gerade nicht da ist. Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben und gluckern sehen. Da ist schon wieder ein Tautropfen. Noch so ein Tropfen. Ja, dann gehen wir hier nochmal zurück am besten, weil... Ja, genau. Genau deswegen. Ach so, wir kommen jetzt hier unten hin. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Okay, dann gucken wir uns mal die Statue an. Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Und mit der Stadtwache, mit dem Blatt wollten wir sowieso... Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Ja, mir kam der auch irgendwie komisch vor, aber... Stein mit seltsamer Zeichnung. Sprich mal hier nochmal mit der Stadtwache. Hey, wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Quatsch, der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen. Ja? Zusammen mit einem Hasen mit stechenden roten Augen. Also an den erinnere ich mich. Ich bin Jerry Haselnuss, Magier in Ausbildung. Magier? Deinem Freund mit den roten Augen hätte ich das ja noch abgenommen. Bäh. Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Und diese Frage, die lösen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Night of the Rabbit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.